Am 01.01.2019, ein Tag, nachdem ihr irgendwas geknallt habt oder entjungfert worden seid, oder falls ihr ein Mädchen seid, geknallt worden seid, also ein Tag nach Silvester, werde ich ein Video hochladen, wo ich im Live halt mir die Abonnentenzahl zum allerersten Mal seit Ewigkeiten mal wieder einfach zusammen mit euch angucke. Und da bin ich echt gespannt, wie viele das sein werden. Visca Barca gibt euch die Chance. Yo, was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und heute habe ich für euch im Hintergrund zwei ganz coole Gameplays. Das erste Gameplay ist eine MSM10 Nuked. Ich habe mich schon dran gewöhnt, aber. Boah, ich muss echt zu dem Locker was. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und heute geht's mal ein neues Set. Die Tono geholt. Ich würde schon sagen, so Tofu ist mein Lieblingspizza. Degen, gib mir Degen. Boah, Freundo! Und ich weiß nicht, ob man das jetzt vielleicht merkt. Ich glaube, ich spiele das jetzt nicht so. Ich bin echt nervös, Alter. Gar nicht weiß, was auf mich zukommt. Ich weiß, einige glauben mir vielleicht, die sagen, hey, du hast doch safe schon mal heimlich drauf geguckt. Aber nein, wirklich nicht, Leute. Deswegen bin ich ja gerade ein bisschen aufgeregt. Bin mega gespannt, wie viele Abonnenten ich habe, wie viele Klicks ich überhaupt mache. Weil ich gucke auch nie auf meine Klickzahl, Leute. Warum und so weiter und so fort, wisst ihr mittlerweile. Aber egal, ich will nicht lange Leute voll erspannen. Also, wir gehen erstmal hier auf Kommentare. Erstmal hier richtig schön Hurensohn. Nice, danke, Leo. Ich will nicht auf die voll erspannen. Okay, lauf. Wir gehen jetzt zu Dashboard. Und jetzt. ...113.000 Abonnenten. Boah, Digga. Das sind die Abonnenten. Alter Schwede, ist das krass, Mann. Alter, ich hab 100.000 Abonnenten, Digga. Alter, ich war so am Arsch, Mann. Ich war so Doppelpiece auf YouTube, ne? Und ich habe mich wieder so hochgearbeitet, Digga. Ich habe 1,3 Millionen Klicks diesen Monat gemacht. Über 8.500 Abonnenten. Oh, ich weiß nicht, nein, ich weine jetzt nicht so, Leute, aber das ist echt schon emotional ein bisschen für mich, Digga. Das Weihnachtsvideo hat 45.000 Klicks bekommen, das Döner-Video 83.000 Klicks, das Big Mac-Video 150.000 Klicks, das Uwe-Video 30.000, das Tanzverbot-Video hat 200.000 Klicks, 200.000, 30.000. Alter, was Klicks angeht, kann man mich ja auch echt nicht beschweren, ne? Das läuft ja auch, Mann. Ja, normalerweise eher weniger. Lol, 500.000 Klicks. Alter Schwede, 150.000 Klicks, Alter, 406, Alter Schwede. Boah, Alter, das ist, ich sehe gerade zum ersten Mal seit fast einem Jahr meine Abonnentenzahl und meine Klickzahlen. Ich denke mir, Digga, Junge, ich hatte früher 1000 Klicks, Mann. Jetzt habe ich teilweise richtig oft über 100.000 Klicks. Ich habe über 100.000 Abonnenten, Alter. 500.000 Klicks, heilige Scheiße. 846, heilige, was denn hier passiert? Bruder. Was los? An sich war mir die Abonnentenzahl nie wirklich wichtig, Leute. Mir war es einfach wirklich wichtig, dass die Leute meine Videos gucken. Also sprich, du kannst ja 1 Million Abonnenten haben, hast dann trotzdem irgendwie nur 50.000 Klicks. Aber wenn ich 1 Million Leute abonniert habe und nur 50.000 davon deine Videos sehen, ist das auch irgendwie blöd. Deswegen war mir zum Beispiel mega wichtig, dass ich viele aktive Zuschauer habe, also dass ich eine aktive Community einfach habe und nicht irgendwie 1 Milliarden Abo-Leichen. Das habe ich anscheinend und das ist auch wirklich ein sehr schönes Gefühl. Boah, ey, ich bin wirklich so dankbar, ne? Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Ich weiß nicht, ob ihr das merkt, ne? Aber ich bin wirklich unfassbar dankbar. Ey, Alter, 100.000 Abonnenten. Ich habe 100.000 Abonnenten, Mann. Junge. Alter Schwede, Leute. Ich weiß, es wäre gerade ein komischer Moment oder so, ne, für euch, aber ey, wirklich Dankeschön. Das ist wirklich wunderschön, Mann. Ich habe dieses Jahr 2018 war so anstrengend. Ich habe so viel geackert, Alter. Und jetzt habe ich einfach, es hat sich ausgezahlt, sage ich mal. Oder ich wurde belohnt dafür, dass ich wirklich irgendwie gefühlt für jedes Video 20.000 Stunden vorm PC sitze. Jedes Mal schneide, 1000 Mal drehe und. Digga, ihr gebt mir das so zu. Ey, danke schön, wirklich. Also, okay, ich habe mich jetzt beruhigt. Also, ich war wirklich ein bisschen überwältigt, Digga, weil ich meine, über 100.000 Abonnenten, Alter. Jedes Video hat, ich sag mal, im Schnitt 40.000 Klicks und auch die paar Videos gehen dann immer so ab mit 100.000 Klicks. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich, Leute. Ich weiß noch genau, vor einem Jahr, ich hatte immer so gefühlt 1.000 Klicks auf ein Video. 1.000 Klicks auch viel, das sind 1.000 Menschen, Alter. Das ist wirklich eine ganze Schule, Mann. Aber an sich, ihr wisst, was ich meine. Wenn ich bei Visca Barca da so, ich hatte bei Visca Barca so einen Push und war so weit oben und dann bin ich so krass gefallen und habe mich jetzt wieder so hochgearbeitet, kann einfach jetzt wirklich sagen, Leute, ich habe 100 fucking 1.000 Abonnenten, Mann. Ich habe wirklich echt eine aktive Community, Alter. Boah, sorry Leute, das hat mich gerade echt überwältigt, Mann. Ich bin wirklich so glücklich, ne, aber es ist Alter, Danke. Wirklich, danke. Wirklich, ich meine es halt wirklich ernst. Es ist nicht dieses billige, ja, Leute, danke schön, dass ihr meine Mumu leckt. Nein, wirklich, danke, alter Schwedel, danke, verdammt. Meine Güte, ey, das ist so schön, Mann, das ist so schön. Ey, es ist ehrlich so schön, Digga. Oh Mann, ich freue mich gerade echt, Mann. Das ist wirklich echt schön, Mann. Ich probiere es einfach, euch wiederzugeben, indem ich einfach immer mir so viel Mühe gebe. Und ich hoffe, dass
schätzt ihr weiterhin. Und danke, Leute. Das ist wirklich schön, Mann. Ich hoffe, ihr habt einen guten Rutsch. Ich hoffe, ihr habt schöne Silvester, schöne Weihnachten. 2019, Leute. Macht was draus. Ich probiere das Jahr richtig geil zu machen, Leute. Ich hoffe, ihr auch. Vorsätze, bla bla bla, muss nicht sein. Setzt euch einfach immer Ziele. Es muss nicht am Neujahr sein, sondern setzt euch einfach Ziele. Zieht die durch, arbeitet dran. Arbeitet verdammt nochmal jeden Tag dran. Und ihr werdet belohnt. Danke, Leute. Wirklich vielen, vielen Dank. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.